Wir haben geöffnet. Wir wissen, dass viele von euch im Vorfeld des Frühlingsfests plurale Bedürfnisse haben, also werden wir trotz des Events auf der Hauptstraße bis 17 Uhr geöffnet haben. Achtung, Monsterjäger, dies scheint das Resultat eines interdimensionalen Risses zu sein, der eine Floristin aus einem anderen Universum in unsere Welt gebracht hat. Elster Imperium wird dies untersuchen. Ich bin froh, dass du Spaß hast. Das ist echt irgendwie aufregend. Wo ist sein Volk? Kommt noch. Das sehen wir bestimmt gleich. Ach Gott, ich finde es schön, dass sie das machen. Jetzt habe ich Bock auf Mittelaltermarkt. Wo ist denn der Junge? Ach da. Wo sollen wir nur danach suchen? In der Hauptstraße. Ich denke, das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Oh. Siehst cool aus. Ja, danke, ich weiß. Oh, hier ist eine Schriftrolle. Junge, ich habe eine Schriftrolle. Oh, ich habe auch so Lust auf sowas. Schriftrolle der Heilung. Heilt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Entfernt alle negativen Statuseffekte, Gift, Lähmung etc. Kann nur einmal eingesetzt werden. Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, Schriftrollen. Cool. Lass uns so viele Schriftrollen wie möglich finden. Erinnern mich irgendwie an Diablo. Ups. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Achso. Ach, ich kann nicht schneller laufen. Ah, jetzt doch. Da bekommt man immer... Kennt ihr das, wenn ihr so... nur so Fetzen immer... hingeworfen bekommt, ihr jetzt so eine Schriftrolle... und ihr denkt dann an Diablo und... weiß ich nicht, bei Last of Us, wenn ihr nur so ein Lied hört und dann auch an dieses Spiel denkt, dann bekommt man immer Lust, das gleich wieder zu spielen. Sowas zu machen wäre auch cool. Da ist eine Münze. Kind, ich habe eine Münze gefunden. Was hast du gefunden? Eine Münze. Eine Goldmünze. Wir müssen noch gucken, was wir mit den Münzen machen können. Ich weiß nicht. Sehen wir uns weiter um. Wir haben die Münzen von Dings noch nicht eingelöst. Müssen wir mal gucken, wenn nachher noch Zeit ist, dass wir vielleicht Devil in Me nochmal die Münze angucken. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, Schreckenswolf. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Hier sind wir mal von Far Cry 3. Da wäre ich auch dafür. Und jetzt Ethan? Der macht jetzt den Angriff mit Flammenklinge. Flammenklinge! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Yay! Yeah. Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Ja! Pokémon in real life? Ja. Ja. Wir haben ihn besiegt. Leute. Ein Gameboy, ja. Ja, Loot. Oh, cool. Ich habe einen magischen Angriff. Ja, ein geil. Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. Neue Fertigkeit erlernt. Krieger, Feuerwelle. Effekt 3 Schaden für Gegner, 1 Schaden für Verbündete. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Das ist natürlich schlecht, dass wir dann auch einen Schaden davon bekommen. Müssen wir mal gucken, wann wir das einsetzen. Was hatten wir denn nochmal auf dem Charakterbogen? Also unseren Effekt. Moment, ich muss nochmal ganz kurz... Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit... Das finden wir gleich heraus. Wir haben verstimmter Akkord, 1 Schaden und... das ist ein Angriff, genau. Und bei Magie haben wir Verzerrungsfeld, 1 Schallschaden. Was? Verzerrungsfeld, 1 Schaden.
und ergreifende Himmel verdoppelt den Schaden von Thanos Angriff. Okay. Und was hatte er? Er hatte... Stich hat 2 Schaden. Ah, okay. Das... Ich dachte, Stich hat auch nur 1 Schaden. Gut. Etwas in einem dieser Läden öffnen. Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf! Bleib ernst! Oh. Ich muss wie ein Weirdo aussehen. Das mit Heiß hat sich wohl erledigt. Heiß und Weirdo schließen sich nicht unbedingt aus. Zumindest nicht für mich. Gut. Da ist noch eine Schriftrolle. Schriftrolle der Gewandtheit. +1 ausweichen. Du und deine Verbündeten weichen im nächsten Angriff aus. Kann nur einmal eingesetzt werden. Eine Schriftrolle? Ja. Entschuldigung, ich war ein bisschen zu übereifrig. Ist ja auch noch was zu entdecken? Oh, das ist tatsächlich doch eine Schriftrolle. Du und deine Verbündeten erhalten einen Extrazug. Kann auch nur einmal eingesetzt werden. Hab eine weitere Schriftrolle. Oh, ist das toll. Ja, voll toll. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Labs. Hallo. Voller Kraft. Hey, wie lautet das Rätsel? Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Er freut sich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Damit wären wir schon zu zweit. Schön. Oh, das Blut. Oh nein, das Blut. Durstige Möwe. Wow. Was hat es damit auf sich? Ich konnte einfach nicht schlafen. Immer, wenn ich meine Augen zumache, schießen mir all diese Gedanken in den Kopf. Diese Schuldgefühle. Also liege ich einfach nur da, weine und komme mir vor wie ein schlechter Mensch. Sie sprachen von Reue. Könnten Sie das näher erläutern? Was genau bereuen Sie? Ich weiß nicht. Ich bin mir im Moment bei nichts mehr sicher. All diese Schuldgefühle. Und sie kann sich immer noch nicht durchringen, das Richtige zu tun. Das können wir nicht lesen, schade. Ups. Ups. Ach Gott. Okay, da können wir nicht lang. Dann gehen wir jetzt mal in die Möwe. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Ja klar, da kommt Blut raus. Da gehen wir rein. Nein, alles verwüstet. Eine abgetrennte Hand. Was ist hier passiert? Heitere Überlebende. Geht's euch gut? Tja, das war nicht mein erster Monsterangriff. Das ist der Gartenzwerg. Ich kenne da einen oder zwei Tricks zur Flucht. Ach so? Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein.
Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Mal sehen, was es hier so gibt. Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Okay. Ich glaube, ich habe alle Fächer durchsucht. Jetzt warte mal. Ja. Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Oh, danke schön. Ich hörte, Barry, der Tavernenbesitzer, hat einen Sohn. Ned. Der sehr wachsam ist. Also ist Barry knapp 100 Jahre alt? Ein bisschen schlechtes Gewissen. Einreden. Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Und die wurde dann gefressen. Die hat's doch verdient. Geizige Spülhilfe. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Er ist ein wenig seit nur ein ich bisschen. Ich nehme dann mal an, bisschen. Wir werden einer Schlange begegnen. Schlangenglocke, Art, Instrument, erfordert Barde. Schlangen in Hörweite schlafen ein. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. So, jetzt looten wir erstmal rum. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Find's gut, dass wir hier Leichenteile liegen haben. Warnung. Da kommen wir jetzt nicht drum herum, oder? Achtung, es heißt, ein Sumpftroll hat sich unter der Ostbrücke eingenistet. Seid extrem vorsichtig bei der Überquerung oder besser lastet. Hast du die Warnung gesehen? Ja, es ist eine üble Situation. Trolle sind skrupellos. Ach Mann, jetzt hätte ich ja auch voll Bock auf sowas. Gucken wir weiter, was gibt's denn noch? Irr. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Wunderschön. Wo findet... Ich bin immer zu schnell. Feanor! Hast du das gesehen? Das muss es sein! Immer auf solchen Blutspuren herum, um zu schauen, ob ich Spuren hinterlasse. Das mache ich auch! Einer der Juwelen. Ja. Oh Gott. Schon ganz witzig in Spielen. Noch zwei. Ja, das war gar nicht schlecht, oder? Jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir auch die anderen finden. Na schön, dass du endlich an uns glaubst. Das Königreich hat ernste Probleme. Okay, Sir Hoyle von Winselton, Gorum Kalati, Sturmbringer und Batrika. Okay. Alte Zeitung. Die 13. fünfjährliche Versammlung der Ego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Es betrübt mich zu verkünden, dass alle 6 von uns heute auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vor zu leben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Ducky ist in einer Tontine?
Na geht doch. Das muss das Rätsels Lösung sein. Also, das Rätsels Lösung ist Lila, Berlin, Rot ist Mira und Blau ist Desis. Die Legende der Seelenjuwele, Belin Mira Desis. Vor langer Zeit, so sagt man, herrschten unaussprechliche Schrecken. Selbst im Tageslicht, bis vier Helden sich dem großen Schatten an der Küste von Kelian stellten. Die Schlacht tobte tagelang, bis die vier Helden die Mächte des großen Schattens überwältigten und am Rande des Todes standen. Dort, in von blutrot gefärbten Wellen, gaben drei der Helden ihr Leben. Sie bewirkten einen uralten Zauber, der ihre Seelen von ihren Körpern trennte und sie in drei Juwelen von unermesslicher Macht verwandelte. Von Mira, der Berserkerin, schreiben wir mal auf, Mira ist Berserkerin. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Stärkeren und stärksten der vier Helden kam der Seelenrubin und Desis, dem Kleriker. Und Weber der Geschichte kam der Seelensaphir von Belin, der Illusionistin. Nistin und was war sie? Bewahrerin? Okay. Bewahrerin der alten Bücher kam der Seelenamethyst. Mit den drei Seelenjuwelen in der Hand nahm der vierte Held sein Schwert und durchbohrte den großen Schatten mit Licht. Müde und geschunden vom Kampf versteckte der vierte Held dann die Juwelen und wanderte in die tiefe Wildnis von Reven. Er wurde nie wieder gesehen. So. Aufgeschrieben haben wir's. Monsterlexikon. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Das mag ich auch. Also es gibt ja so bei DSA oder so, gibt es ja auch so Monsterbücher, wo dann die Monster drin sind und erklärt sind. Das finde ich immer ganz schön. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Lieber Lawrence, ich schreibe dir um meinen Ratschlag, den ich dir bei unserem letzten Abendessen gegeben habe, zu ändern. Es besteht kein Grund, dein Geschäft zu verkaufen. Ich bin überzeugt, dass das Zeitalter der Monster bald enden. Ich weiß aus glaubwürdiger Quelle, dass der Aufruf seiner Majestät nach Helden von niemand anderem beantwortet wurde als Fainor, dem legendären Monsterjäger. Wahrscheinlich ist er dann gestorben. Da ist eine Münze. Da sind Notenblätter. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Neue Fähigkeit, Baden, hypnotische Fuge. Er will sich nicht umschauen, oder? Hausbade? Sorry, Steph. Alto ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Hausbade gesucht. Suchen einen Hausbaden, der zu Abendessen, Tänzen, Enthauptungen und so weiter unterhält. Muss gewitzt, aufmerksam und großzügig sein. Schwarze Haare bevorzugt. Süßes Lächeln ist ein Plus. Exzellente Bezahlung. Alte Schwerter zu verkaufen. Sprecht Euwin, den Schmied, an.
Vertreibt Monster mit dieser geheimen Kräutermischung. Nur 4 Goldmünzen für das Rezept. Treffen hinter der durstigen Möwe. Montags um Mitternacht. Es hat gar nicht funktioniert, du Schwindler. Hört sonst noch wer gruselige Geräusche beim Schloss? Ja, nein, vielleicht. Ich hab tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Wenn da ein Monster wäre und du nur deine Gitarre hättest, würdest du ihm damit eine verpassen? Sei ehrlich. Nee, könnte ich nicht. Ich liebe diese Gitarre. Ist okay. Rückblickend betrachtet, war es ganz offensichtlich ein Köder. Kann ich noch mal mit ihm sprechen? Ich hatte einen so ruhigen Morgen. Sehr schön, das freut mich. Dann gehen wir jetzt mal. Tschüss. Jetzt können wir nämlich das Rätsel lösen von dem anderen. Drei Münzen haben wir. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Na? Schriftrolle der Gewandtheit. Das hatten wir doch. Okay, haben wir nochmal. Nicht schlecht, Thanor. Haben wir jetzt 2. Ja. Dann können wir jetzt das Rätsel lösen. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll 3 von ihnen gehen. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Danke, Falkenwurf. Die Namen lauten... Die Antwort lautet Nira, Desis und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Euer Preis? Ein Hinweis. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Trollunhold, müsst ihr zahlen 4 Münzen aus Gold. 4 Münzen. Verstanden. Noch etwas. Für des Verses Lösung gibt es von mir noch einen klimpernden Lohn. Könnten wir doch zurück in die Taverne, wenn sie voller Leute... Können wir noch ein Rätsel hören? Oh, Mist. Sorry. Für ein zweites Rätsel fehlte mir der Mut. Nichts als Lug und Trug verkünd ich voller Wut. Nicht schlecht, Thanor. Hey, wie komme ich an die Münze jetzt? Danke. 4 Münzen haben wir. Huhu! Komm mit, Kind. Ich dachte, ich bringe dir. Hier gibt's nichts. Für sich? Schriftrolle. Für dich. Halt für dich und deine... Halt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Wir sind Meisterschriftrollensammler. Ja. Werden wir noch brauchen. Wen haben wir denn da? Thanor! Genau. Und meine Bardin. Die wird gar nicht namentlich erwähnt, die Bardin. Die ist so unwichtig. Dreht sich alles nur um das Kind. Hey, hey! Was läuft denn hier? Geht dich nichts an. Zu beschäftigt zum Reden. Tut mir leid. Geht dich nichts an! Entschuldig. Hey, Junge. Bist du für das Massaker in der Black Lantern verantwortlich? Was haben wir hier? Schriftrolle des Vorteils. Ach, Extrazug. Okay, haben wir auch gesehen, Kurt, bevor du sie aufgehoben hast. Ja, ja. Gut, die Anerkennung gehört dir. Das ist mir egal. Ich sage nur... Zu spät. Die Anerkennung ist deine.
mir auch noch was sagen? Zeig's ihnen, Ethan. Ich bin Thaynor. Könnte da etwas in der Gasse sein? Guck mal, da liegt aber auch ein Blatt. Hör auf zu sprechen, Geliebt. Sie sind hier. Sie sind hier. Vorsicht vor dem Flussmonster. Oh nein! Komm, komm mit, Kind! Wie eine Arka. Jetzt kommen wir zum Monster. Das ist das Flussmonster. Eine Art Schlange? Die Schlangen. Die schlafen jetzt mit der Glocke. Müssen wir sie bekämpfen? Nein. Na, warum denn nicht? Ich fühle halt mit ihr. Sie lebt nur so vor sich hin. Als Schlange. Sie frisst Menschen. Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Die Glocke, die Glocke. Ding, ding, ding. Die Schlangenglocke. Schlangen in Hörweite schlafen sofort ein. Und tun wir so, als wäre es ein tiefes Schlange. Geräusch. Schlangenohren sind im Gehörgang. Sie hören also nichts über... Nice. Ach, schön. Mehr Beute. Ja. Okay. Lassen wir mal ein paar Ohren bluten. Neue Fertigkeit erlernt. Barde. Furchtbare Dissonanz. Angriff. 3 Schaden. Das ist schon mal sehr gut. 3 Schaden ist immer... Game, ja. Ach, herrlich. Das ist schon ein bisschen süß gemacht. Warte. Was ist das? Noch ein Edelstein. Ich dreh durch. Sieht aus wie eine Drachenschuppe oder sowas. Ach so. Vielleicht hat sie magische Kräfte. Wir sollten sie behalten. Mhm. Ja. War echt schlau von dir, die Glocke einzusetzen. Hat gut geklappt, oder? Okay. Hast du die Schriftrolle zuerst gesehen? Nein. Okay. Er ist mutig und er ist ehrlich. Süß. Ja, gut. Dann haben wir hier. Können wir wieder zur Hauptstraße gehen? Die beiden haben ja hier nichts gesagt. Okay, wir haben die Flussschlange be- Er wollte sagen, wir haben die Schluss... die Schlussschlange, die Flussschlange betäubt. Ich weiß meine Arbeit zu schätzen. Niemand. Ach, hier, guck mal, der Schmied. Ethan ist voll abgelenkt mit dem Spiel. Ja. Und der hat auch Sprachprobleme. Vielleicht kann ich... Was für ein undankbares Leben, ein Schmied im Zeitalter der Monster zu sein. Wow, er ist voll dabei. Alles in Ordnung? Ihr wirkt recht... griesgrämig.